Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal, ich bin das Sirius und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gehen wir mal wieder in die Welt von Scum rein und wir schauen dann mal, dass wir da ein bisschen was vorankriegen. Wir sind ja, was ich jetzt noch richtig im Kopf habe, in der Ziegenstadt. Da würde ich einfach mal sagen, gehen wir doch gleich einmal rein und schauen mal, wo genau wir da sind. Also zurzeit spiele ich ja nicht nur Scum, sondern auch noch andere Spiele wie The Division 2, Subsystems. Ich meine, das könnt ihr ja auf meinem Kanal dann mitverfolgen. Gerade Division schlägt mit guten, relativ guten Werten ein. Wird auch gut gesehen. Für meine Verhältnisse zumindest. Bin ja noch ein ganz kleiner YouTuber. Aber ich vergesse Scum nicht. Also alle, die wo auf Scum-Videos warten, die kommen. Keine Angst. Aber Scum ist halt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Wie ich das so ja, miterlebe und interpretiere. Also die Surfer durch alle durch die Bank weg haben etwa die Hälfte ihrer Spieler verloren, was ich schade finde. Und da muss man halt dann schauen, okay, wenn es halt nicht mehr so gefragt ist, was kann man dann für Spiele spielen? Man will ja auch seinen YouTube-Kanal ein bisschen beleben. Nehmen wir mal das mit. Die tun wir gleich essen. Passt schon. Wasser haben wir ja auch da. An so einer Gurke ist der so lang. Wahnsinn. Naja. Nicht staunen, wundern, einfach nur staunen. Hm. 28 lohnt sich. Checkpot. Gleich mal die Batterie reinchargen. Gleich mal die 28 Dings da reparieren. Hat nicht ganz gelangt. Schlecht. Kann man den Säbel mal da wieder reparieren. Ui. Hab sogar ein Schloss. Ist zwar in Rot, aber okay. Versteckt man mal irgendwo. Na, hier ist ein gutes Versteck.
absteigen. Nein. Also ihr seht, Autos kann man eigentlich fast überall finden. Oh, eine Brechstange. Aufsiffel's aus, jawohl, passt. Ja. So, da hockst jetzt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Scum noch gut genug zum Spielen findet oder ob euch das eher langweilt. Ob die Neuheiten zu wenig sind. Weil gerade die alten Stammspieler, die ziehen sich doch schon enorm zurück. Leider, leider. So, Reifenflickset haben wir dann auch schon. Uff, jetzt wird's heftig. Na, okay, nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, was man es brauchen kann. Zack. 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 Das kann man auch mit reinnehmen. Das auch. Mütze.
So. MP5 braucht man ja nicht. So, dann haben wir doch schon ziemlich alles durch. Bisschen was futtern. Von Luft und Liebe und Wasser allein kann man natürlich auch nicht leben. Mal auch Russa. Bam, 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 bam. Ah, doch, das kann man mitnehmen. Schauen wir jetzt mal, was wir noch so alles finden. Na ja, gut, komm, kann man ein, zwei mitnehmen. Falls wir doch irgendwo mal die Kiste bauen müssen oder so. Oder eine Toolbox. Was sind mitten in der Pampa? Aber ich bin ja so froh, dass ich jetzt ein Auto gefunden habe.
Ui. 38er. Für Mai, nee, ich habe eine 44er. Verdammt, ich hätte doch den 38er nehmen sollen. Aber das ist ja normal. Man kriegt ja nie das, was man kriegen soll. So, dann schauen wir mal, ob wir das Schloss knackt. Oh, das ging einfach. Hau mal gleich richtig ins Magazin rein, die Muni. Mit 67%, warum nicht? Naja, wenn es sein muss, muss halt sein.
Das war wohl nix. Da muss auch was Geniales drin sein. B0. Nix. Nothing. Echt jetzt? Kann man auf dem Dach nachgucken. Würde mich ja totlachen, wenn mich jetzt einer abknallt. So. Hallo reinhauen. Dann bringen wir jetzt das Ganze nämlich ins Auto zurück. Kriegt man wieder Platz. Schon zu viel gefunden hier. Ach, der ist voll. Und rein mit. Reparieren. Da machen wir auch die Schlösser da rein. Deswegen, wenn er auf Tour geht, Tipp von mir, nimmt immer ein goldenes Schloss mit, falls er so eine Karre findet.
So. Ist ja schon mal fein, dass wir schon mal ein Auto haben, ne? Und einmal den Zombie-Express, bitte. Hier müssen wir aufpassen, keine Safe-Zone. Jetzt piept er. Schau ich mal, wie viele Zombies das sind. Yeah, sliding. Jetzt muss ich doch irgendwann mal jemanden treffen. Jetzt können wir loslegen. Da ist ja nur einer. Ja, nur nicht hetzen, Dickerchen, nur nicht hetzen. Weil du ja das einen Herzinfarkt kriegst. Nicht weglaufen.
Schauen wir mal, ob es hier überhaupt was gibt. Jetzt hier rein. Da ist der Eingang. Oh. Kann man ja mal machen. Ne? Ich weiß nicht, ob die so gut ist. Aber ich habe gehört, man kann die zerlegen irgendwie. Müssen wir dann mal ausprobieren, ne? Also diese Animation ist ja schön anzusehen, aber im Kampf unpraktisch ohne Ende. Was haben wir denn da? Theoretisch reparieren. Man mitnehmen. Nee. So, Inventory. Ich habe immer die Regel, volle quer zu legen, dann weiß ich, welche voll sind. Flop. Flop.
Flip. Kann man das auch reinlegen? Das kann man reinlegen. Das mal rausnehmen. Was haben wir da jetzt alles drin? Oh ja, da ist immer Platz. So, demontieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ui. Was ist das Waffenteil? Okay. Okay. So funktioniert der Scheiß. Da hole ich mir doch glatter noch die andere Waffe. Das ist ein heiliger Scheiß. Fünf Pin kann sich lohnen. Kommst jetzt her. Stell den Herd so an, ist nicht warm. So. Mal schauen, mit was man das reparieren kann. Aber warm, warum ist meinem warm? Na gut, dann zieh mal das aus. Und das an. Lol. Hat er nichts an, nur das. Motorcycle Gedöns. Den können wir auch wegtun, falls es mal friert. So, jetzt müssen wir mal zu einer Tankstelle. Ganz leicht.
Oh ja, Schokolade. Ja, kann man brauchen, ja. Ui, ui. Baseballschläger. Wo fahren wir jetzt hin? Große Stadt könnten wir mal wieder machen. Da findet man immer wieder mal was. Oh. Kann ich nicht mal Auto fahren oder was? Junge, Junge, da machen wir was so weg. So. Halleluja, jetzt ist aber duster geworden. Ja, komm her. Komm. Mach's nicht noch mal. So, was haben wir an Verletzungen? Okay. Muss es so durch.
Oh, Blei. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Wo kommst denn du her? Halt die Waffel hier, du. Das. So, Handwerk. Ein Nagel. Ich glaube, da war er drin. Ich bin doch doof. Habe ich jetzt keinen Nagel? Ein Nagel. So. Das da rein machen. Kann auch da rein machen. Das hier hinten machen. Auch da rein. Wir sind ja jetzt, denke ich mal, definitiv in der Safe Zone. Dann würde ich sagen, da es jetzt auch schon duster wird, beenden wir hier diese Folge. Und dann sage ich mal alles Gute und bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Und ich freue mich dann, wenn wir uns wieder in der nächsten Folge sehen. Na, also dann, tschüssle!